Diese Mädchen sind über eine Grenze gegangen. Ins Jenseits des Normalen. Das ist sehr gefährlich, doch es gibt Wege, sie zurückzuholen. Ich habe halt die blöde Angewohnheit, dass ich alle Menschen, die mir lieb sind, mit meiner Mutter vergleiche. Und es fällt mir halt schwer, jemandem zu glauben, dass er mich gern hat oder so. Und als ich das halt immer mehr so weiterentwickelt, habe ich halt ja, versucht, mich umzubringen. Mal wieder. Hast du schon öfter Selbstmordversuche gemacht? Ja. Was denkst du denn, wie viele? Wie oft das schon war? 15 oder 20 Mal. Das ist ganz plötzlich aufgetreten, dass du dich umbringen wolltest. Ich finde das für mich ist eine unheimliche Befriedigung irgendwie. Ja, es fühlt sich schön an und es macht mich glücklich. Ich fühle mich dann halt wieder wohler in meinem Körper. Ich weiß, andere, es ist jetzt ziemlich, für andere hört sich jetzt ziemlich krank an, aber ich mache es einfach voll glücklich. Das ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Der jungen Frau, die wegen ihrer Gefühlsstörung unerkannt bleiben will, geht es mittlerweile besser. Sie muss an der Universität Marburg in einer der führenden Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie nur noch ambulant behandelt werden. An der Universität Göttingen, an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, arbeitet Eckhard Rüther. Zum Klientel seines Krankenhauses gehören alle Altersgruppen. Doch Kinder und Jugendliche benötigen nach Ansicht des Nervenarztes eine besondere Behandlung. Denn viele psychische Störungen werden in jungen Jahren verursacht, oft genug durch gestörte Beziehungen. Ein völlig neuer Aspekt in der Psychiatrie ist die Frage, wie bin ich als Mensch in meinem sozialen Netz gefangen? Wie habe ich die Interaktion, das Zusammenspiel mit meinen Verwandten, mit meinen Angehörigen, mit meinen Freunden, mit meinen beruflichen Kameraden organisiert? Geht das? Habe ich eine gute Beziehung? Wir wissen heutzutage, dass psychiatrische Erkrankungen durch diese Umweltereignisse sehr intensiv verändert werden. Trotz oder eher wegen seines Wissens und seiner langjährigen Erfahrung stellen sich dem Psychiater Eckhard Rüther viele Fragen. So hofft er, bei seinen Kollegen an der Uni Marburg auch Antworten zu finden, warum immer mehr junge Menschen psychisch erkranken. Helmut Rehm-Schmidt, der ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat seine Mitarbeiter zur täglichen Konferenz gerufen. Ärzte, Psychologen und Therapeuten versuchen dabei, die Leiden der jungen Patienten aus Sicht ihres jeweiligen Fachbereichs zu beurteilen. Teamwork ist notwendig, weil psychische Probleme bei Kindern viel schwerer einzuschätzen sind als bei Erwachsenen. So zeigt ein und dieselbe Krankheit, je nach Alter und Entwicklungsstufe, höchst unterschiedliche Symptome. Und bei vielen solcher Symptome ist es noch lange nicht bekannt, dass sie von einer Krankheit herrühren. Mit der Schule war, glaube ich, was, ne? Du konntest ja nicht so aufpassen. Stimmt das? Und bist du rumgelaufen? Ein bisschen zappelig gewesen, ne? Zappelig. Ja, wie ist denn das, wenn man zappelig ist? Da nehme ich auch Medikamente. Deswegen hast du Medikamente bekommen. Aber ich meine, wie war es denn in der Schule, wenn du zappelig warst? Was hat denn der Lehrer oder die Lehrerin gesagt? Haben gar nichts gesagt. Haben gesagt, bleib ruhig sitzen oder wir setzen dich mal in die erste Reihe oder sowas? Ich saß ja schon da. Du saßt schon in der ersten Reihe, ne? Vielleicht deswegen, ne? Und gab es noch andere Dinge? Bist du mit den anderen Kindern gut ausgekommen oder gab es da Streit? Streit. Streit. Und warum gab es Streit? Weil die mich auch ausgeärgert haben, da habe ich die zurückgeärgert. Die haben dich geärgert und du hast die zurückgeärgert, kann man das so sagen? Ja. Und in welchen Fächern bist du nicht so gut mitgekommen? Eigentlich nur Religion und Deutsch. Religion und Deutsch. Und wie war es mit Rechnen? Gut. Rechnen warst du gut. Und im Deutschen? Nicht so gut. Und wie war es mit dem Diktat? Hatte ich immer 6 oder 5. Die schlechten Noten der Schülerin sind kein Ergebnis von Faulheit oder mangelnder Intelligenz. Es fehlt ihr auch nicht am guten Willen, wenn sie mit Lehrern und Mitschülern Streit bekommt. Das Einzige, mit dem sich die junge Patientin wirklich schwer tut, ist ihre Aufmerksamkeit.
Wie der Test am Computer zeigt, gelingt es dem Mädchen sehr wohl, sich zu konzentrieren. Die Aufgabe, auf bestimmte Zeichen mit einem Knopfdruck zu reagieren, erledigt sie keinesfalls schlechter als normale Kinder. Anormal ist aber die kurze Dauer, in der die Schülerin zu einer konzentrierten Aufmerksamkeit fähig ist. Doch muss tatsächlich eine psychische Störung vorliegen, wenn Schüler nicht lange genug aufpassen und stillsitzen können? Und wie käme diese Störung zustande? Nur wenige Experten haben sich mit dieser Problematik so intensiv auseinandergesetzt wie Helmut Remschmidt. Wir wissen, dass bei vielen kinderpsychiatrischen Erkrankungen erbliche Faktoren eine Rolle spielen. Es spielen auch Umweltfaktoren eine Rolle. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Mütter in der Schwangerschaft rauchen oder Alkohol trinken, dass dies die Wahrscheinlichkeit bedeutsam erhöht, dass das später geborene Kind hyperaktiv sein kann. Wie sieht denn die Symptomatik aus? Die Symptomatik des hyperkinetischen Syndroms oder der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung sind im Wesentlichen drei Kernmerkmale. Das erste ist die Unaufmerksamkeit oder die Konzentrationsstörung. Die zweite Komponente ist das impulsive Verhalten, also ein plötzliches, aus der Situation heraus resultierendes Handeln, ohne vorher nachzudenken. Ja? Und das dritte ist die Hyperaktivität, also die überschießende Motorik. Es ist ziemlich häufig, da kommt es darauf an, wie man diagnostiziert. Im Augenblick in Deutschland im Augenblick, ist ja jeder, der in der Schule versagt, ein solcher das Patient. Das kann man nicht sagen. Einmal kommt es auch darauf an, wie das Ausmaß der Störung ist, der einzelnen Symptome, welches dominiert und wie stark es ausgeprägt ist. Mhm. Zum Zweiten gibt es aber ein gutes allgemeines Kriterium. Diese Kombination dieser Symptome ist dann als Störung zu betrachten, wenn sie die betreffende Person, sei es ein Kind, ein Jugendlicher oder Erwachsener, entscheidend daran hindert, den Alltag zu bewältigen und die alterstypischen Entwicklungsaufgaben zu vollziehen. Und Entwicklungsaufgaben sind Anforderungen, die an ein Kind, aber auch an einen Erwachsenen gestellt werden, die für sein Alter und seine Lebensphase bedeutsam sind. Wenn ein Kind also, weil es hyperaktiv ist, aus der Schule rausfällt, weil die anderen Kinder nicht, wenn die anderen Kinder nicht mit ihm spielen, weil er ständig angreift und sie attackiert, wenn er sich ausgeschlossen fühlt und vielleicht depressiv wird, wenn dasselbe Kind in eine Sonderschule eingeschult wird, obwohl es gut intelligent ist, dann kann man sagen, kann es seine alterstypischen Entwicklungsaufgaben nicht mehr lösen. Und dann muss man behandeln. Eine Behandlungsmöglichkeit der sogenannten ADHS stützt sich auf Medikamente, die den Haushalt der Botenstoffe Dopamin und Serotonin beeinflussen. Sehr wahrscheinlich ist die körpereigene Produktion dieser Hormone bei den betroffenen Kindern fehlerhaft. Der zweite Teil der Behandlung beruht auf Psychologie und spezieller Pädagogik. Aufmerksamkeitsgestörte Kinder bedürfen nämlich einer sehr individuellen Motivation, die sich an ihrem jeweiligen Entwicklungsstand orientiert. Denn nur wer richtig interessiert ist, kann das Aufpassen auch lernen. Wenn Sie die Entwicklung eines Menschen sich anschauen, vom Mutterleib her bis zu einem Erwachsenen, haben Sie ununterbrochen besondere Reifungsstadien des Gehirns. Und in diesen Reifungsstadien sind die Gehirne ganz besonders empfindsam, wenn da etwas gestört wird. Diese Zeiten sind bei jedem Kind unterschiedlich. Und die Prävention, also die beschützende Möglichkeit eines Erziehers oder auch der Ärzte, wäre dahingehend zu definieren, dass der für das einzelne Kind diese Zeiten sich anschaut, wann passiert das. In der schnelllebigen, globalisierten Industriegesellschaft ist die Zeit ziemlich knapp geworden. Offenbar tun sich auch Eltern zunehmend schwer, ihrem Nachwuchs die notwendige Aufmerksamkeit zu widmen. Zumindest können Krankenhäuser wie die Heckscher Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München über mangelnde Nachfrage nicht klagen. Von Franz Josef Freisleder, dem ärztlichen Direktor der Klinik, erfährt Eckhard Rüther von einer bedenklichen Entwicklung. Während im Jahr 1990 noch 500 Kinder und Jugendliche in der Klinik behandelt worden waren, hat sich diese Zahl inzwischen auf jährlich 5000 verzehnfacht. Und die Tendenz bleibt steigend. Ich denke, eine Ursache für die gestiegenen Anspruchnahmen der Kinder- und Jugendpsychiatrie
ist auch auf der anderen Seite eine durchaus positive, nämlich die, dass Vorurteile gegenüber dem Fach und damit auch Schwellenängste für Eltern, für Jugendliche hier reinzukommen, hier um Rat zu fragen, nachgelassen haben. Wir sehen, dass doch überzufällig häufig solche Kinder psychische Probleme entwickeln, die in schwierigen familiären Rahmenbedingungen aufwachsen. Es kann einmal Arbeitslosigkeit, Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen bei einem oder beiden Elternteilen sein. Aber wir sehen auch zunehmend solche Jugendliche aus ja, scheinbar geordneten, bestsituierten Elternhäusern, in denen eben auch oft zu wenig Zeit ist, zu wenig Ressourcen. Ist Reichtum zum Beispiel ein besonderer Hinweis dafür, dass die Kinder schlechter werden? Reichtum als solcher nicht, aber vielleicht ein Reichtum, der eben dazu führt, dass Kinder verwöhnt werden. Wir kennen ja den Ausdruck Wohlstandsverwahrlosung. Ja, wenn eben vor dem Hintergrund eines zu großen Reichtums nur auf materielle Aspekte geachtet wird, wenn Kinder in zwei Zimmern zwei Fernseher haben und ein Handy und ein Taschengeld mit oben offener Richterskala, aber die Eltern eben keine Zeit und kein offenes Ohr. Also Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, mit welchen Fragestellungen und Problemen auch immer, kommen aus allen sozialen Schichten, natürlich doch statistisch gesehen deutlich mehr aus den, aus den sozialen Umgebungen, wo erhebliche Probleme bestehen. Ob die Gründe für die seelische Verwahrlosung Jugendlicher an der Armut liegen, am Wohlstand, an traumatischen Erlebnissen oder an einer unglücklichen Veranlagung. In jedem Fall will die Heckscher Klinik ein Zuhause bieten. Zwar ist in der geschlossenen Abteilung ein hohes Maß an Sicherheit notwendig. Vor allem Borderline-Patienten, deren Gefühle von der Wirklichkeit weit abgedriftet sind, müssen vor sich selbst geschützt werden. Dennoch sollen sich Mädchen wie Jungen wohlfühlen. Sie sollen Vertrauen finden und zusammen mit Ärzten, Therapeuten und Pflegern wie in einer Familie leben. Warum bist du denn damals in die Klinik gekommen? Ja, also es war halt so, ich war ein halbes Jahr oder so, bevor ich in die Klinik gekommen bin. Da ist halt zu Hause gar nichts mehr gegangen. Ich habe dann angefangen, mich nur noch so schwarz anzuziehen und ich habe viel getrunken, mich selbst verletzt, auch an Selbstmord gedacht. Und ja, irgendwann, ich war ja damals schon in Therapie und dann hat meine Therapeutin es eben vorgeschlagen, dass ich in die Klinik soll und dann, eigentlich bin ich eine Woche vor dem wirklichen Termin bin ich dann reingekommen. Wie war denn so dieser Schritt dann für dich in die Klinik zu kommen? Das war ja sicher nicht so einfach. Nee, also ganz am Anfang, also ich habe mir auch gedacht, Psychiatrie und da hat man natürlich viel gehört drüber, aber nicht das, wie es wirklich ist. Ich habe am Anfang schon Angst gehabt und so, also auch weil aus dem Forum ganz viele gesagt haben, ja, Psychiatrie ist voll schlimm und die Leute sind voll krank dort und so. Ja, wie hat das dann am Anfang auf dich gewirkt? Irgendwie, wenn ich mich erinnere, es war ja nicht so leicht für dich, das alles so anzunehmen erstmal, ne? Ja, also es war halt so, dass ich, davor sind so viele Sachen passiert, mit denen ich eigentlich, ich konnte mit niemandem über die Sachen reden. Und dann hier hat es erstmal angefangen, dass ich dann auch die Traumatherapie bekommen habe und so, wo ich einfach viel über die Sachen reden konnte, so ein bisschen das verarbeiten konnte. Und ich habe einfach, also ich habe am Anfang ja gar nicht eingesehen, dass ich nicht wieder nach Hause soll, weil ich dachte, es geht schon und so. Das hat sich hier auch ziemlich verändert, also meine Meinung über das Ganze. Und ja, ich habe irgendwie auch wieder gelernt, so mit so Kleinigkeiten, mit so kleinen Problemen oder so, dass ich da eher nicht gleich aggressiv werde, dass ich irgendwie besser mit solchen kleinen Problemen umgehen kann auch. Mhm. Das hat es mir auf jeden Fall gebracht. Gab es denn sonst noch was in dieser Zeit? Es war ja ganz viel auf der Station auch angeboten. Was dir gefallen hat, wo du sagst, das war gut für dich? Oder gab es Sachen, die du schwierig fandst? Ja, schwierig war es erstmal, dass man immer mit so vielen verschiedenen Jugendlichen zusammen war und es sind immer wieder neue gekommen und es gab immer wieder Streit untereinander und solche Sachen. Und gut war eigentlich das, was mich am Anfang so gestört hat, dass nämlich alles so geregelt war und dass es immer feste Zeiten für die bestimmten Dinge gab. Mhm. Und ja, auch die ganzen Therapien, die dann angeboten wurden, also Musiktherapie zum Beispiel, Ergotherapie, Kunsttherapie, alles Mögliche. Das war auch ganz gut.
Der professionelle Auftritt von Patienten und Personal geht über das Ziel der Musiktherapie schon weit hinaus. Und so ist er ein besonders überzeugendes Beispiel für die Lebensfreude, die mit solchen Anwendungen wieder geweckt werden kann. Wenn die Seelen von Kindern verletzt oder erkrankt sind, zieht sich ihr Bewusstsein auf verschiedene Weise von der Wirklichkeit zurück. Die beste Möglichkeit, erneuten Zugang zur kindlichen Psyche zu finden, bietet ihr Körper. Jungen wie Mädchen brauchen Bewegung. Trotz aller Beschwerden ist ihr Drang nach Aktivität lebendig geblieben. Und indem nun dieser körperliche Trieb geweckt und befriedigt wird, bekommt auch die Seele ein wenig Frieden. Dies gelingt selbst in schwierigen Fällen, wie bei manischen Depressionen. Wie ging das an mit dem Depressiven? Was hast du da gespürt? Was hat sich da verändert? Ich war in der Schule nicht so schlecht eigentlich. Hatte dann eine schlechte Note, mich da total reingesteigert. Dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich mir zu viele Sorgen über meine Zukunft gemacht habe. Habe dann auch keine Lust mehr gehabt, Fußball zu spielen. Und das heißt wirklich was bei mir. Ich hatte auf nichts mehr Lust, kein Lesen mehr. Ich habe zwar mein Zeug für die Schule gemacht, aber so wie ich es gemacht habe, das hat auch nicht wirklich was gebracht, weil ich halt einfach meinen Kopf woanders hatte. Fragen wir mal den Vater, wie haben Sie das mitgekriegt, diese Veränderung im vergangenen Herbst? Ist jetzt ein Jahr etwa her, Herr Schmeidoch? Wir haben mitgekriegt, dass er immer ruhiger wurde, dass er sich zurückzog, dass er nichts mehr machen wollte. Wir haben dann auch versucht, dass wir ihn immer wieder rausschicken zu seinen Freunden, dass wir ihn auf Tanzkurs anmelden, wo er sich zwar zuerst angemeldet hat, aber dann wieder einfach nicht hingegangen. Und wir haben halt einfach geschaut, dass der Bub unterwegs ist. Und das hat aber nichts geholfen. Wir haben unseren Benjamin da schon nicht mehr ganz erkannt. Dann hat sich ja, du hast das ja angedeutet, zuerst plötzlich was in die andere Richtung irgendwie verändert. Könntest du dieses Umkippen von deiner Stimmung vielleicht mal etwas besser beschreiben noch? Es war so in der Schule, dass mich viele Leute verarscht haben, weil ich so depressiv immer rumgelaufen bin. Und dann wollte ich nur noch gut drauf sein. Und das habe ich dann auch versucht, indem ich andere schlecht mache, dass ich besser dastehe. Und habe mich da immer mehr reingesteigert. Und dann kam es ja wohl eines Tages zu einer Eskalation. Da wurde es ganz dramatisch. Kannst du das kurz schildern? Ja, ich bin halt dann zu Hause gewesen und wollte telefonieren und dann durfte ich nicht telefonieren und dann bin ich ausgeflippt. Und dann bin ich halt in mein Zimmer gegangen, total überdreht und stocksauer und habe dann einen Schrank vor meine Tür gestellt, dass keiner mehr reinkommen ist. Und dann habe ich angefangen, mein Zimmer zu verwüten. Dein Zimmer zu verwüsten? Oder? Zu verwüsten. Ja, was hast du da gemacht? Ja, ich war stocksauer auf meine Eltern. Ja. Und im ersten Sinn auch mehr auf meine Mutter. Ja. Und dann wollte ich mich auch wegen ihr umbringen. Habe ich halt geschrien. So. Wie kann man das verstehen? Ich stand halt dann vor der Tür und habe gehört, wie meine Mutter vor der Tür draußen geweint hat. Ja. Und dann habe ich gesagt, so Mama, und jetzt bringe ich mich wegen dir um. Ja. Der junge Mann hat sich nicht umgebracht. Er wurde an der Heckscher Klinik erfolgreich behandelt und konnte in der hauseigenen Schule sein Klassenziel erreichen. Eckhard Rüther spricht mit Konrektor Klaus Funke, der ziemlich stolz darauf ist, dass schon einige seiner Schüler das Abitur bestanden haben, als Jahrgangsbeste von ganz München. Psychische Krankheiten müssen nicht die Intelligenz beeinträchtigen. Bei jungen Menschen wirken sie sich eher körperlich aus, vor allem dann, wenn sie ihren Appetit verändern. Wenn Kinder und Jugendliche, Mädchen vor allem, an Bulimie oder Anorexie, also an Essstörungen leiden, können sie auch am Chiemsee Hilfe finden. Zum Beispiel in Prien, in der privaten Klinik Roseneck. Die Voraussetzung jeder psychiatrischen Behandlung ist auch dort die Frage nach Art und Ursachen der Probleme. Ja, angefangen hat es eben mit diesem einmal über Essen und dann ist es weitergegangen, weil ich eine schwierige Beziehung dann mit 17 hatte, in der auch viel Gewalt und Unterdrückung vorherrschte. Und ich mich dann mit dem Essen und dann Erbrechen immer irgendwie dem Schönheitsideal näher kommen wollte. Und vor 2 Jahren bin ich dann in die Magersucht abgerutscht.
durch Stress. Wie hat sich denn das auf die Gewichtsebene ausgewirkt? Im letzten Jahr ging es dann so weit runter, dass ich mein niedrigstes Gewicht 39 Kilo war. Da konnte ich dann, war ich zu nichts mehr in der Lage, weder zur Schule zu gehen, noch mich auf irgendwas zu konzentrieren. Wie sah denn da so ein ganz typischer Essstörungstag aus, wo Sie so voll in der Krankheit sich bewegt haben? Können Sie das mal beschreiben? Also in der ersten Phase, da mit 16, 17 war das so, ich hatte noch zu Hause gewohnt. Mhm. Und ich hatte regelmäßige Mahlzeiten und habe die eben erbrochen. Ich hatte nie irgendwelche Heißhungerattacken außerhalb der Mahlzeiten, weil ich ja immer diese ständige Überwachung zu Hause hatte. Und diese Überwachung war dann eben durch Freunde jetzt die letzten 2 Jahre auch da und daher eben die Magersucht, also dass ich dann gar nichts mehr gegessen habe. Ging das weitgehend heimlich oder wusste es jemand? Total heimlich, ja. Verheimlichen lässt sich die Magersucht nur in ihrem Anfangsstadium. Früher oder später wird sie offensichtlich, doch dann hat das Hungern schon schwere Schäden verursacht und rasche Hilfe tut Not. Die Klinik ist bekannt für die Essstörung. Warum ist die so besonders? Warum ist die so gut, diese Klinik? Und als wir hier anfingen, Essstörungen zu behandeln, gab es, glaube ich, in Deutschland oder auch weltweit keine so große Einrichtung, die in solcher Zahl Essstörungen aufgenommen hat. Was ist das Gute daran? Was ist die Besonderheit hier? Ist das die Gegend, diese herrlichen Berge, der See? Also wir haben ein paar Besonderheiten. Ja. Das sind zum Beispiel unsere Indikativgruppen, ja, dass wir die Patienten auf sehr verschiedenen Ebenen gezielt behandeln können, neben der allgemeinen Verhaltensmedizin und Gruppenpsychotherapie und Einzelpsychotherapie haben wir zum Beispiel Gruppen speziell für Schmerz, für Angst, für Zwang, für Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber natürlich auch die ganz spezifischen Essstörungsgruppen für Gefühlswahrnehmung etc. Also hier ist ein sehr umfangreiches integratives Programm möglich. Gruppentherapie. Therapeuten und Patienten sprechen über Krankheiten, Konflikte und andere Probleme. Das Wichtigste dabei ist die Offenheit, die Dinge beim Namen zu nennen und frei und ohne Scham auch über intimste Verletzungen zu sprechen. Dies ist sehr, sehr schwer, am Anfang unmöglich. Doch wer es schafft, das Geschehene zu formulieren, nimmt ihm ein Stück Entsetzen. Das war ja ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis für Sie damals. Und Sie konnten es wahrscheinlich gar nicht einordnen, was da mit Ihnen passiert ist. Das war ein fremder Mann, der Sie da überfallen hat, ne? Mhm. Welche Zwänge haben Sie denn damals ausgeübt? Also besonders schlimm war der Waschzwang. Ich habe mich sehr, sehr oft und sehr extrem gewaschen und viele Sachen geordnet. Also es hatte alles bestimmte Reihenfolge, bestimmte Struktur. Und wenn das durcheinander gebracht wurde, da war ich richtig fertig. Also da wusste ich irgendwie überhaupt nicht, ja, da habe ich die Stabilität verloren. Mhm. Also. Das haben Sie damals schon gespürt? Ja. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich sehr häufig geduscht haben am Tag. Mhm. Hat das denn irgendjemand mitbekommen damals? Nein. Also ich war auch immer so, dass ich alles sehr gut überspielen konnte. Ja. Ich war nach außen hin, so zu meinen Eltern, schon noch ähnlich wie früher. Ich habe viel so das Bild von einem perfekten Kind nach außen hin gezeigt und meine Eltern haben gar nichts mitgekriegt. Wie sah es denn in Ihnen aus eigentlich? Also in mir, ich habe mich immer gefühlt, als ob in mir alles schwarz ist und das alles so verfault. Also ich habe mich auch gar nicht mehr so richtig lebendig gefühlt und immer nur schmutzig und ja, und durch die Magersucht habe ich es dann eben auch geschafft, es klingt jetzt positiv, ist aber negativ, so meine Gefühle absterben zu lassen. Also ich war dann eigentlich wie tot. Die Ursachen vieler Essstörungen sind ebenso bestürzend wie klar. Mädchen riskieren ihr Leben, um ein Trauma auszuhungern. Trotzdem bleibt vieles im Unklaren. Die Krankheit kommt zum Beispiel nicht überall vor. Magersucht, solche Krankheitsbilder, aber auch Bulimie sind nur denkbar in Ländern mit
heftigen Nahrungsüberflüsse. Also in armen Ländern der Dritten Welt, bei den Armen, es gibt ja auch Reiche dort in den Entwicklungsländern, gibt es diese Krankheit so gut wie nicht. Also diese Essstörung hat eine Auswirkung auf den Körper, auf die körperliche Symptomatik oder auf die körperliche Fähigkeit. Wir hatten Patienten damals mit 27,5 Kilogramm bei normaler Körpergröße. Das ist schon sehr drastisch. Der Körper ist gefragt, sich anzupassen an diesen Zustand. Das kann unser menschlicher Körper sehr gut, weil er in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit solche Zustände der Starvation, nennt man das, also Hungerzustände, immer wieder erlebt hat und nur die überlebt haben, deren Biologie des Körpers irgendwie darauf eingestellt waren. Was sind denn wirklich die psychischen Ursachen oder die Ursachen überhaupt? Gibt es verschiedene Ursachen? Es hat was zu tun mit der Jugendzeit. In der Jugendzeit, also der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein, kommen auf die Betreffenden neue Aufgaben zu. Es ist ein anderes Leben. Auf einmal sind Pflichten, sind Verantwortungen, und wenn ich Pflichten und Verantwortungen habe, dann kann ich auch versagen. Als Kind wird mir das verziehen und dann heißt es eher, der Lehrer hat nicht gut gespurt, die Eltern haben es dem Kind nicht gut vermittelt. Aber als Jugendlicher, wenn ich versage, kann ich wirklich schon mein Gesicht verlieren, wie später auch als Erwachsener. Oder was neu kommt, die Beziehungsgestaltung, Freundschaften. Die Kinder, die im Sandkasten spielen, sie können eins rausnehmen, man kann eins rausnehmen und ein anderes einsetzen und die spielen weiter. Aber mit 16 ist das anders. Diese Krankheitsbilder beginnen in der Regel in der Jugendzeit. Und sie haben zu tun, sie heißen zwar Essstörungen, aber sie haben zu tun mit Angst. Wenn der Feind bekannt ist, kann man ihn bekämpfen. Und so ziehen diese Mädchen ins Gefecht. Ihre Angst ist ein mächtiger Gegner, unschlagbar für eines allein. Doch in der Gemeinschaft, unter kundiger Führung, ist der Sieg durchaus möglich. Also ich habe so das Gefühl, ich werde irgendwie aufgefangen. Also ich, wie als ob ich in so ein weiches Kissen falle. Wo ich ja immer gedacht habe, ich muss immer stark sein und nie Probleme machen. Plötzlich waren Leute da, die mich aufgefangen haben. Und das war irgendwie schon toll. Also jetzt nicht nur von meinen Eltern, auch von Ihnen oder von anderen Therapeuten hier. Es war eigentlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich so das Gefühl habe, ich brauche jetzt nicht mehr stehen zu bleiben. Ich kann jetzt auch mal mich fallen lassen. Diese Mädchen sind wieder über eine Grenze gegangen. Zurück ins Leben. Ihre Ängste sind nicht vorüber, doch sie weichen nicht mehr aus. Sie haben gelernt, sich dem zu stellen, was geschehen, aber auch vergangen ist. Und damit haben sie endlich eine Zukunft. Einordnen, was da mit ihnen passiert ist. Das war ein fremder Mann, der sie da überfallen hat. Ne? Mhm. Welche Zwänge haben sie denn damals ausgeübt? Also besonders schlimm war der Waschzwang. Ich habe mich sehr, sehr oft und sehr extrem gewaschen und viele Sachen geordnet. Also es hatte alles bestimmte Reihenfolge, bestimmte Struktur. Und wenn das durcheinander gebracht wurde, da war ich richtig fertig. Also da wusste ich irgendwie überhaupt nicht, ja, da habe ich die Stabilität verloren. Das haben Sie damals schon gespürt? Ja. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich sehr häufig geduscht haben am Tag. Hat das denn irgendjemand mitbekommen damals? Nein. Also ich war auch immer so, dass ich alles sehr gut überspielen konnte. Ja. Ich war nach außen hin, so zu meinen Eltern, schon noch ähnlich wie früher. Ich habe viel so das Bild von einem perfekten Kind nach außen hin gezeigt und meine Eltern haben gar nichts mitgekriegt. Wie sah es denn in Ihnen aus eigentlich?
Also in mir, ich habe mich immer gefühlt, als ob in mir alles schwarz ist und das alles so verfault. Also ich habe mich auch gar nicht mehr so richtig lebendig gefühlt und immer nur schmutzig. Und ja, und durch die Magersucht habe ich es dann eben auch geschafft, das klingt jetzt positiv, ist aber negativ, so meine Gefühle absterben zu lassen. Also ich war dann eigentlich wie tot. Die Ursachen vieler Essstörungen sind ebenso bestürzend wie klar. Mädchen riskieren ihr Leben, um ein Trauma auszuhungern. Trotzdem bleibt vieles im Unklaren. Die Krankheit kommt zum Beispiel nicht überall vor. Magersucht, solche Krankheitsbilder, aber auch Bulimie sind nur denkbar in Ländern mit heftigen Nahrungsüberflüssen. Also in armen Ländern der dritten Welt, bei den Armen, es gibt ja auch Reiche dort in den Entwicklungsländern, gibt es diese Krankheit so gut wie nicht. Also diese Essstörung hat eine Auswirkung auf den Körper, auf die körperliche Symptomatik oder auf die körperliche Fähigkeit. Wir hatten Patienten damals mit 27,5 Kilogramm bei normaler Körpergröße. Das ist schon sehr drastisch. Der Körper ist gefragt, sich anzupassen an diesen Zustand. Das kann unser menschlicher Körper sehr gut, weil er in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit solche Zustände der Starvation, nennt man das, also Hungerzustände, immer wieder erlebt hat und nur die überlebt haben, deren Biologie des Körpers irgendwie darauf eingestellt waren. Warum immer mehr junge Menschen psychisch erkranken? Helmut Rehm-Schmidt, der ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat seine Mitarbeiter zur täglichen Konferenz gerufen. Ärzte, Psychologen und Therapeuten versuchen dabei, die Leiden der jungen Patienten aus Sicht ihres jeweiligen Fachbereichs zu beurteilen. Teamwork ist notwendig, weil psychische Probleme bei Kindern viel schwerer einzuschätzen sind als bei Erwachsenen. So zeigt ein und dieselbe Krankheit, je nach Alter und Entwicklungsstufe, höchst unterschiedliche Symptome. Und bei vielen solcher Symptome ist es noch lange nicht bekannt, dass sie von einer Krankheit herrühren. Mit der Schule war, glaube ich, was, ne? Du konntest ja nicht so aufpassen. Stimmt das? Und bist du rumgelaufen? Ein bisschen zappelig gewesen, ne? Zappelig. Ja, wie ist denn das, wenn man zappelig ist? Da nehme ich auch Medikamente. Deswegen hast du Medikamente bekommen. Aber ich meine, wie war es denn in der Schule, wenn du zappelig warst? Was hat denn der Lehrer oder die Lehrerin gesagt? Haben gar nichts gesagt. Haben gesagt, bleib ruhig sitzen oder wir setzen dich mal in die erste Reihe oder sowas? Ich saß ja schon da. Du saßt schon in der ersten Reihe, na, vielleicht deswegen, ne? Und gab es noch andere Dinge? Bist du mit den anderen Kindern gut ausgekommen oder gab es da Streit? Streit. Streit. Und warum gab es Streit? Weil die mich ja auch ausgeärgert haben, da habe ich die zurückgeärgert. Die haben dich geärgert und du hast die zurückgeärgert, kann man das so sagen? Ja. Und in welchen Fächern bist du nicht so gut mitgekommen? Eigentlich nur Religion und Deutsch. Religion und Deutsch. Und wie war es mit Rechnen? Gut. Rechnen warst du gut. Und im Deutschen? Nicht. Nicht so gut. Und wie war es mit dem Diktat? Hatte ich immer 6 oder 5. Die schlechten Noten der Schülerin sind kein Ergebnis von Faulheit oder mangelnder Intelligenz. Es fehlt ihr auch nicht am guten Willen, wenn sie mit Lehrern und Mitschülern Streit bekommt. Das Einzige, mit dem sich die junge Patientin wirklich schwer tut, ist ihre Aufmerksamkeit. Wie der Test am Computer zeigt, gelingt es dem Mädchen sehr wohl, sich zu konzentrieren. Die Aufgabe, auf bestimmte Zeichen mit einem Knopfdruck zu reagieren, erledigt sie keinesfalls schlechter als normale Kinder. Anormal ist aber die kurze Dauer, in der die Schülerin zu einer konzentrierten Aufmerksamkeit fähig ist. Doch muss tatsächlich eine psychische Störung vorliegen, wenn Schüler nicht lange genug aufpassen und stillsitzen können? Und wie käme diese Störung zustande? Und dann ist es weitergegangen, weil ich eine schwierige Beziehung dann mit 17 hatte, in der auch viel Gewalt und Unterdrückung vorherrschte. Und ich mich dann mit dem Essen immer, also mit dem Essen und dann Erbrechen immer irgendwie
dem Schönheitsideal näher kommen wollte. Und vor 2 Jahren bin ich dann in die Magersucht abgerutscht durch Stress. Wie hat sich denn das auf die Gewichtsebene ausgewirkt? Im letzten Jahr ging es dann so weit runter, dass ich mein niedrigstes Gewicht 39 Kilo war. Da konnte ich dann, war ich zu nichts mehr in der Lage, weder zur Schule zu gehen, noch mich auf irgendwas zu konzentrieren. Wie sah denn da so ein ganz typischer Essstörungstag aus, wo Sie so voll in der Krankheit sich bewegt haben? Können Sie das mal beschreiben? Also in der ersten Phase, da mit 16, 17 war das so, ich hatte noch zu Hause gewohnt. Mhm. Und ich hatte regelmäßige Mahlzeiten und habe die eben erbrochen. Ich hatte nie irgendwelche Heißhungerattacken außerhalb der Mahlzeiten, weil ich ja immer diese ständige Überwachung zu Hause hatte. Und diese Überwachung war dann eben durch Freunde jetzt die letzten 2 Jahre auch da und daher eben die Magersucht, also dass ich dann gar nichts mehr gegessen habe. Ging das weitgehend heimlich oder wusste es jemand? Total heimlich, ja. Verheimlichen lässt sich die Magersucht nur in ihrem Anfangsstadium. Früher oder später wird sie offensichtlich. Doch dann hat das Hungern schon schwere Schäden verursacht und rasche Hilfe tut Not. Die Klinik ist bekannt für die Essstörungen. Warum ist die so besonders? Warum ist die so gut, diese Klinik? Und als wir hier anfingen, Essstörungen zu behandeln, gab es, glaube ich, in Deutschland oder auch weltweit keine so große Einrichtung, die in solcher Zahl Essstörungen aufgenommen hat. Was ist das Gute daran? Was ist die Besonderheit hier? Ist das die Gegend, diese herrlichen Berge, der See? Also wir haben ein paar Besonderheiten. Ja. Das sind zum Beispiel unsere Indikativgruppen, ja, dass wir die Patienten auf sehr verschiedenen Ebenen gezielt behandeln können, neben der allgemeinen Verhaltensmedizin und Gruppenpsychotherapie und Einzelpsychotherapie. Haben wir zum Beispiel Gruppen speziell für Schmerz, für Angst, für Zwang, für Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber natürlich auch die ganz spezifischen Essstörungsgruppen für Gefühlswahrnehmung etc. Also hier ist ein sehr umfangreiches, integratives Programm möglich. Gruppentherapie. Therapeuten und Patienten sprechen über Krankheiten, Konflikte und andere Probleme. Das Wichtigste dabei ist die Offenheit, die Dinge beim Namen zu nennen und frei und ohne Scham auch über intimste Verletzungen zu sprechen. Dies ist sehr, sehr schwer, am Anfang unmöglich. Doch wer es schafft, das Geschehene zu formulieren. Syndroms oder der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung sind im Wesentlichen 3 Kernmerkmale. Das erste ist die Unaufmerksamkeit oder die Konzentrationsstörung. Die zweite Komponente ist das impulsive Verhalten, also ein plötzliches, aus der Situation heraus resultierendes Handeln, ohne vorher nachzudenken. Ja? Und das dritte ist die Hyperaktivität, also die überschießende Motorik. Es ist ziemlich häufig, da kommt es darauf an, wie man diagnostiziert. Im Augenblick in Deutschland im Augenblick, ist ja jeder, der in der Schule versagt, ein solcher das Patient. Das kann man nicht sagen. Einmal kommt es auch darauf an, wie das Ausmaß der Störung ist, der einzelnen Symptome, welches dominiert und wie stark es ausgeprägt ist. Mhm. Zum Zweiten gibt es aber ein gutes allgemeines Kriterium. Diese Kombination dieser Symptome ist dann als Störung zu betrachten, wenn sie die betreffende Person, sei es ein Kind, ein Jugendlicher oder Erwachsener, entscheidend daran hindert, den Alltag zu bewältigen und die alterstypischen Entwicklungsaufgaben zu vollziehen. Und Entwicklungsaufgaben sind Anforderungen, die an ein Kind, aber auch an einen Erwachsenen gestellt werden, die für sein Alter und seine Lebensphase bedeutsam sind. Wenn ein Kind also, weil es hyperaktiv ist, aus der Schule rausfällt, weil die anderen Kinder nicht, wenn die anderen Kinder nicht mit ihm spielen, weil er ständig angreift und sie attackiert, wenn er sich ausgeschlossen fühlt und vielleicht depressiv wird, wenn dasselbe Kind in eine Sonderschule eingeschult wird, obwohl es gut intelligent ist, dann kann man sagen, kann es seine alterstypischen Entwicklungsaufgaben nicht mehr lösen. Und dann muss man behandeln. Eine Behandlungsmöglichkeit der sogenannten ADHS stützt sich auf Medikamente, die den Haushalt der Botenstoffe Dopamin und Serotonin beeinflussen. Sehr wahrscheinlich ist die körpereigene Produktion dieser Hormone bei den betroffenen Kindern fehlerhaft. Der zweite Teil der Behandlung beruht auf Psychologie und spezieller Pädagogik. Aufmerksamkeitsgestörte Kinder bedürfen nämlich einer sehr individuellen Motivation, die sich an ihrem jeweiligen Entwicklungsstand orientiert. Denn nur wer richtig interessiert ist, kann das Aufpassen auch lernen.
Wenn Sie die Entwicklung eines Menschen sich anschauen, vom Mutterleib her bis zu einem Erwachsenen, haben Sie ununterbrochen besondere Reifungsstadien des Gehirns. Und in diesen Reifungsstadien sind die Gehirne ganz besonders empfindsam, wenn da etwas gestört wird. Diese Zeiten sind bei jedem Kind unterschiedlich. Und die Prävention, also die beschützende Möglichkeit eines Erziehers oder auch der Ärzte, wäre dahingehend zu definieren, dass der für das einzelne Kind diese Zeiten sich anschaut, wann passiert das. Zwar ist in der geschlossenen Abteilung ein hohes Maß an Sicherheit notwendig, vor allem Borderline-Patienten, deren Gefühle von der Wirklichkeit weit abgedriftet sind, müssen vor sich selbst geschützt werden. Dennoch sollen sich Mädchen wie Jungen wohlfühlen. Sie sollen Vertrauen finden und zusammen mit Ärzten, Therapeuten und Pflegern wie in einer Familie leben. Warum bist du denn damals in die Klinik gekommen? Ja, also es war halt so, ich war ein halbes Jahr oder so, bevor ich in die Klinik gekommen bin. Da ist halt zu Hause gar nichts mehr gegangen. Ich habe dann angefangen, mich nur noch so schwarz anzuziehen. Und ich habe viel getrunken, mich selbst verletzt, auch an Selbstmord gedacht. Und ja, irgendwann, ich war ja damals schon in Therapie. Und dann hat meine Therapeutin es eben vorgeschlagen, dass ich in die Klinik soll. Und dann, eigentlich bin dann eine Woche vor dem wirklichen Termin, bin ich dann reingekommen. Wie war denn so dieser Schritt dann für dich, in die Klinik zu kommen? Das war ja sicher nicht so einfach. Nee. Also ganz am Anfang, also ich habe mir ja auch gedacht, Psychiatrie, und da hat man natürlich viel gehört drüber, aber nicht das, wie es wirklich ist. Ich habe am Anfang schon Angst gehabt und so, also auch weil aus dem Forum ganz viele gesagt haben, ja, Psychiatrie ist voll schlimm und die Leute sind voll krank dort und so. Ja, wie hat das dann am Anfang auf dich gewirkt, irgendwie, wenn ich mich erinnere? Es war ja nicht so leicht für dich, das alles so anzunehmen erstmal, ne? Ja, also es war halt so, dass ich, davor sind so viele Sachen passiert, mit denen ich eigentlich, ich konnte mit niemandem über die Sachen reden. Und dann hier hat es erst mal angefangen, dass ich dann auch die Traumatherapie bekommen habe und so, wo ich einfach viel über die Sachen reden konnte, so ein bisschen das verarbeiten konnte. Und ich habe einfach, also ich habe am Anfang ja gar nicht eingesehen, dass ich nicht wieder nach Hause soll, weil ich dachte, es geht schon und so. Das hat sich hier auch nicht verändert, also meine Meinung über das Ganze. Und ja, ich habe irgendwie auch wieder gelernt, so mit so Kleinigkeiten, mit so kleinen Problemen oder so, dass ich da eher nicht gleich aggressiv werde, dass ich irgendwie besser mit solchen kleinen Problemen umgehen kann auch. Mhm. Das hat es mir auf jeden Fall gebracht. Gab es denn sonst noch was in dieser Zeit? Es war ja ganz viel auf der Station auch angeboten. Was dir gefallen hat, wo du sagst, das war gut für dich? Oder gab es Sachen, schon, die du schwierig fandst? Ja, schwierig war es erstmal, dass man immer mit so vielen verschiedenen Jugendlichen zusammen war und es sind immer wieder neue gekommen und es gab immer wieder Streit untereinander und solche Sachen. Und gut war eigentlich das, was mich am Anfang so gestört hat, dass nämlich alles so geregelt war und dass es immer feste Zeiten für die bestimmten Dinge gab. Mhm. Und ja, auch die ganzen Therapien, die dann angeboten wurden, also Musiktherapie zum Beispiel, Ergotherapie, Kunsttherapie, alles Mögliche. Mhm. Das war auch ganz gut. Der professionelle Auftritt von Patienten und Personal geht über das Ziel der Musiktherapie schon weit hinaus. Zum Klientel seines Krankenhauses gehören alle Altersgruppen. Doch Kinder und Jugendliche benötigen nach Ansicht des Nervenarztes eine besondere Behandlung. Denn viele psychische Störungen werden in jungen Jahren verursacht, oft genug durch gestörte Beziehungen. Ein völlig neuer Aspekt in der Psychiatrie ist die Frage, wie bin ich als Mensch in meinem sozialen Netz gefangen? Wie habe ich die Interaktion, das Zusammenspiel mit meinen Verwandten, mit meinen Angehörigen, mit meinen Freunden, mit meinen beruflichen Kameraden organisiert? Geht das? Habe ich eine gute Beziehung? Wir wissen heutzutage, dass psychiatrische Erkrankungen durch diese Umweltereignisse sehr intensiv verändert werden. Trotz oder eher wegen seines Wissens und seiner langjährigen Erfahrung stellen sich dem Psychiater Eckhard Rüther viele Fragen. So hofft er, bei seinen Kollegen an der Uni Marburg auch Antworten zu finden, warum immer mehr junge Menschen psychisch erkranken. Helmut Rehm-Schmidt, der ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie,
hat seine Mitarbeiter zur täglichen Konferenz gerufen. Ärzte, Psychologen und Therapeuten versuchen dabei, die Leiden der jungen Patienten aus Sicht ihres jeweiligen Fachbereichs zu beurteilen. Teamwork ist notwendig, weil psychische Probleme bei Kindern viel schwerer einzuschätzen sind als bei Erwachsenen. So zeigt ein und dieselbe Krankheit, je nach Alter und Entwicklungsstufe, höchst unterschiedliche Symptome. Und bei vielen solcher Symptome ist es noch lange nicht bekannt, dass sie von einer Krankheit herrühren. Mit der Schule war, glaube ich, was, ne? Du konntest ja nicht so aufpassen. Stimmt das? Und bist du rumgelaufen? Ein bisschen zappelig gewesen, ne? Zappelig. Ja, wie ist denn das, wenn man zappelig ist? Da nehme ich auch Medikamente. Deswegen hast du Medikamente bekommen. Aber ich meine, wie war es denn in der Schule, wenn du zappelig warst? Was hat denn der Lehrer oder die Lehrerin gesagt? Haben gar nichts gesagt. Haben gesagt, bleib ruhig sitzen oder wir setzen dich mal in die erste Reihe oder sowas? Ich saß ja schon da. Du saßt schon in der ersten Reihe, na, vielleicht deswegen. Ne? Und gab es noch andere Dinge? Bist du mit den anderen Kindern gut ausgekommen oder gab es da Streit? Streit. Streit. Und warum gab es Streit? Weil die mich auch als geärgert haben, da habe ich die zurückgeärgert. Die haben dich geärgert und du hast die zurückgeärgert, kann man das so sagen? Ja. Und in welchen Fächern bist du nicht so gut mitgekommen? Eigentlich nur Religion und Deutsch. Religion und Deutsch. Und wie war es mit der... So das Bild von einem perfekten Kind nach außen hin gezeigt und meine Eltern haben gar nichts mitgekriegt. Wie sah es denn in Ihnen aus eigentlich? Also in mir, ich habe mich immer gefühlt, als ob in mir alles schwarz ist und das alles so verfault. Also ich habe mich auch gar nicht mehr so richtig lebendig gefühlt und immer nur schmutzig und ja, und durch die Magersucht habe ich es dann eben auch geschafft, es klingt jetzt positiv, ist aber negativ, so meine Gefühle absterben zu lassen. Also ich war dann eigentlich wie tot. Die Ursachen vieler Essstörungen sind ebenso bestürzend wie klar. Mädchen riskieren ihr Leben, um ein Trauma auszuhungern. Trotzdem bleibt vieles im Unklaren. Die Krankheit kommt zum Beispiel nicht überall vor. Magersucht, solche Krankheitsbilder, aber auch Bulimie sind nur denkbar in Ländern mit heftigen Nahrungsüberflüssen. Also in armen Ländern der dritten Welt, bei den Armen, es gibt ja auch Reiche dort in den Entwicklungsländern, gibt es diese Krankheit so gut wie nicht. Also diese Essstörung hat eine Auswirkung auf den Körper, auf die körperliche Symptomatik oder auf die körperliche Fähigkeit. Wir hatten Patienten damals mit 27,5 Kilogramm bei normaler Körpergröße. Das ist schon sehr drastisch. Der Körper ist gefragt, sich anzupassen an diesen Zustand. Das kann unser menschlicher Körper sehr gut, weil er in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit solche Zustände der Starvation, nennt man das, also Hungerzustände, immer wieder erlebt hat und nur die überlebt haben, deren Biologie des Körpers irgendwie darauf eingestellt waren. Was sind die denn wirklich die psychischen Ursachen oder die Ursachen überhaupt? Gibt es verschiedene Ursachen? Es hat was zu tun mit der Jugendzeit. In der Jugendzeit, also der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein, kommen auf die Betreffenden neue Aufgaben zu. Es ist ein anderes Leben. Auf einmal sind Pflichten, sind Verantwortungen, wenn ich Pflichten und Verantwortungen habe, dann kann ich auch versagen. Als Kind wird mir das verziehen und dann heißt es eher, der Lehrer hat nicht gut gespurt, die Eltern haben es dem Kind nicht gut vermittelt. Aber als Jugendlicher, wenn ich versage, kann ich wirklich schon mein Gesicht verlieren, wie später auch als Erwachsener. Oder was neu kommt, die Beziehungsgestaltung, Freundschaften. Die Kinder, die im Sandkasten spielen, sie können eins rausnehmen, man kann eins rausnehmen und ein anderes einsetzen und die spielen weiter. Aber mit 16 ist das anders. Diese Krankheitsbilder beginnen.